Ja, hallo, willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xillia 2. In der letzten Folge haben wir Elises Geschichte 3 abgeschlossen und jetzt machen wir ein kleines, mein Gott, Elite Monster. Und zwar, ich habe schon längst wieder den Namen vergessen, ich habe noch gar nicht nachgeguckt. Das hier, Infernalischer Ruf, Cthulhu Dämon. Hier ist ein Oktopus nicht gelegentlich 8 Beine haben. Dann müssen wir zum Arklandsumpf. Habe ich nicht noch irgendwie so eine Mission, wo ich so Beiwindauge kaputt hauen muss oder so? Ja. Ach, da kann ich auch schon machen. Boah. Da muss ich zum Tor, zur Torballanlöhne schauen. Da können wir auch mal machen, wenn wir es schaffen in diesem Part. Aber als erstes gehen wir zum Arklandsumpf und suchen dieses Riesenviech. Wo? Hier. Meine Katze ist zurückgekehrt, muss ich auch dann denken. Dann Schweinchenohren. Ich glaube, ich brauche noch mehr. Gehen wir mal gucken. Ist das hinten? Nee, also so groß. So, und jetzt sollte ich vielleicht mal, damit der Kampf schneller geht. Weiß ich nicht, wo ist das? Hier, das machen. Ich glaube zwar, wir schaffen natürlich so oder so, aber trotzdem. Ich weiß nicht, wann wir eine Viech erledigen sollen. Er hat irgendwie keine Ahnung. Das absorbiert anscheinend jeden Statuswert und jeden Angriffsart. Deswegen frage ich mich echt, wie man das Viech erledigen soll. Aber irgendwann, wenn wir stark genug sind, wird das schon klappen, ne? Vielleicht haben wir ja eine Waffe, die alles annulliert. Das war ja voll zerstörerisch. Meine Güte, da hinten. Ach, das ist so ein Dingens hier, so ein wie in den Kajara-Fällen. So, ich habe diese Truppe mal genommen, weil die beiden müssen noch ein paar Minuten in der Verbindung verbringen, damit ich auch noch einen Titel bekomme. Dann habe ich auch dafür jeden Titel bei Ems. Und zwar, wo ist das? Rowan und Music. Noch ein bisschen. Damit hat der Kampf so lange gedauert. Aber wenn ich die ganze Zeit mit Leia verbunden bleibt, dann wird das schon was. Du! Na? Aufs Maul? Voll in die Fresse! Okay, Elite Monster. Level 63, goldener Frosch. Leia Clawers. Au. Okay, du bist schwach gegen Feuer. Dann lass mich mal kurz was machen. So, sehr gut. Wenn man also richtige einsetzt, dann. Wo ich sollte vielleicht mit Hammer kämpfen, wenn ich mit Leia zusammen kämpfe. So, sehr gut. Welche Resistenz, ja. Ach, du bist schwach gegen. Noch. Ist ja noch besser. Tut mir leid, dann keine Stab- und Hammerangriffe, Leia. Wir kriegen so aufs Maul dabei. Hilfe. Heilung. Heilung. Ich doch Elise mitnehmen soll. Wir brauchen Status, Heilung. Au. Ja, wir kriegen voll aufs Maul. Ist gut, Mann. Hör auf damit. So, erst Elvin mitnehmen, aber egal. Ich irgendein Feuerangriff. Ich habe irgendeinen Feuerangriff. Wo habe ich den? Da habe ich gar nicht mehr drinnen, ne? Warte mal. Den möchte ich dort wieder drin haben. Blutroter Zornart, genau. Ach, den habe ich da, okay, sehr schön. Und mal da, weiß ich nicht. Wieder Dingenschen. So viel dazu. 1000 Schwerter, was ist das denn? Habe ich da, okay. Was heißt nochmal? Rüstung ist nochmal so. So haben wir das auch klärt. Aber da kann mir doch irgendwie so umfallen, damit wir dem ein bisschen mehr Schaden anrichten. Au. Mal heilen bitte. Wo ich kann auch den Angriff einsetzen. Nein, ist gut. Hatte ich gerade 7000 Lebenspunkte, was? Ich hab bin ich denn schon? Okay, ich hatte ja in den letzten Part so 1-2 Level Ups. So, jetzt hauen wir mit Leia rein.
Mein Gott, der ist gleich tot. Warte, wo bin ich? Mach was. Haben wir den schon überhaupt gesehen? Kachinko Kagura! Ich glaube, sie ist ja angefangen im Japanischen, ne? Sehr gut. Goldene Frosch mal 2. Wow, der Angriff. Der Auftrag war einfach. Genau, Auftrag. Da passt doch besser. So, Freundschaft zu Leia gestiegen. Jetzt wollen wir noch Elvin. Meine Liebe empfangen. Sehr gut. Ja, Auftrag erledigt. So schnell kann es gehen. Dann werden wir noch einen Auftrag. Dieses Zweiwindauge erledigen. Also ähnlich irgendwie was. Was? Ja. Ich habe mich zuerst gemeldet. Verdammt. You get a pimp slip? Habe ich da gerade richtig gehört? So, Ärger bei der Tertallian-Kluft. Hier müssen wir lichtlose Welt bekommen. Zwei Windauge schlägt zurück. Da kriegen wir auch ganz schön viele. Torwall an Höhenstraße. Und das müssen wir auch noch machen. Kann ich das schon abgeben, bitte? Ja, ich glaube schon. Machen wir das schnell. Zwischen einem Kampf, den wir auch noch irgendwie da reinkriegen, glaube ich. Ja. Mission schieben wir auch schon jahrelang hinter uns her. Deswegen machen wir die jetzt schnell und dann. Da kriegen wir auch die Schuluniform, glaube ich, ne? Die wir schon irgendwie haben. Jedenfalls kann ich sie jederzeit freischalten. Habe ich sie schon aktiviert? Ich weiß es nicht. Du bist wieder zu Hause. Willst du dieses Mal ein bisschen länger bleiben? Leider nein. Ich bin nur hier, um abzulöfern, worum du mich gebetet hast. Danke für die Mühe. Damit sollten wir gute Medizin herstellen können. Die sieht sowas aus wie Jude. Kommt vorhin nach der Mutter. Ludger ist diejenige, der die ganze Arbeit gelassen hat. Ich bin einfach nur dahinterher getrottet. Wir sind dir wohl etwas schuldig, weil du dich an unseren Sohn gekümmert hast. Es muss eine ziemliche Qual gewesen sein, wenn sein Idealismus ebenfalls wie mit von der Partie war. Gehen wir, Ludger. Jude, ich habe deine Abschlussarbeit über Spirit gelesen. Wie immer sind deine Argumente etwas schwach. Ich hatte auf mehr Daten gehofft, die deine These untermauern, anstatt bloße Theorien. Die Leute da draußen, die immer noch davon betroffen sind, werden dir das niemals abkaufen. Ich weiß, aber ich werde versuchen, es irgendwie hinzubiegen. Nun übernimm dich nicht. Wenn du dich zu sehr verausgabst, wird die gesamte Forschungsarbeit, die du bis jetzt geleistet hast, umsonst gewesen sein. Meinst du wirklich? Nun, das sind zumindest die Worte deiner Mutter. Schatz, erinnerst du dich, was du mir gesagt hast, als du die Arbeit unseres Jungen gelesen hast? Du sagst, dass sie dich haargenau an deine eigenen Abschlussarbeit über Asperix erinnert, die du niemals geschrieben hast vor vielen Jahren. Du sagst, seine Forschungen die gleichen Mängel aufweisen, die deine eigene hatte. Ich glaube, dass ich auch dir gesagt habe, dass du nichts davon wiederholen sollst. Und dann hast du so gut wie all deine Kollegen auf das Thema Spoiled angesprochen. Er hat manchen von ihnen sogar dazu gedrängt, sich auf der Suche nach Beweisen über für die Forschungstheorie zu machen, Jude. Wirklich, Vater? Ich habe nichts getan, weil du mein Sohn bist. Ich tat es im Namen der Wissenschaft. Ich wollte nur Jude Mattis, meinen Forschungskollegen, helfen, nicht Jude Mattis, mein Sohn. Danke, Vater. Ich werde euch beide eines Tages stolz machen. Das hast du bereits geschafft, Jude. Plag dich da draußen nicht zu sehr ab. Es gilt auch für dich, Derek. Wenn ihr beide euch zu erschöpft abrackert, werde ich mich nicht mehr um euch kümmern. Ich passe auf mich auf. Versprochen. Ich auch. Versprochen. Ich auch. Versprochen. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Was? Lichtpelzspur mal 3. Yeah. Ach ja, müssen wir abgeben. Auf einmal kann das gemeldet werden. Erledigt gemeldet werden. Ups. So. War ein langsamer Kampf. Danke. Schneller Kampf. Meine Güte. Ich bin gebürtiger Deutscher, nur so, damit ich das klarstelle.
Das wird mir kein Schwein glauben. So, dann kaufen wir mal wieder ein paar neue Vorräte. Ich könnte auch mal im Briefkasten vorbeischauen, aber pff. So. Schuluniform Jude. Habe ich doch schon. Also ich könnte sie jederzeit nutzen. Ach, okay. Ich wollte schon sagen, die Schuluniform. Weil wenn man sich ja vorher schon gekauft hat, ist ja doch für die Abzocke. Verdammt. Gesetz des Gentlemans. Wegen Gentle Rübel sollte nach der Party einfach nicht gehen, da ist kein Bitten und Betteln. So, dann gehen wir mal zum. Ja. Wo war das? Der Siege Königskampf fahren. Weibenstecher und das Weibenauge. Ich sollte mir vielleicht mal gucken, wo auch. Ja, wen muss ich besiegen? Den, okay. Jetzt weiß ich, wo das ist. Torwaller an der Straße. Wir nehmen mal mit, der Kampf ja so einfach war, der letzte. Versuchen wir mal mit jemand anderem. So, 7007 AP. Torbalan. Nee, ist halt nicht in Olympius. Hier. Da müssen wir jetzt gegen zwei kämpfen, oder was? Oder gegen den Boss von den beiden Viechern? Ich habe da irgendwie nicht so aufgepasst. Wie immer eigentlich, also. So, sehr lange möchte ich jetzt nicht mehr aufnehmen. Aber das schaffen wir ja noch. Vielleicht schaffen wir halt eine Viech auch noch. Weil einmal besiegen müssen. Die anderen werde ich dann offscreen so erledigen. Vielleicht schaffe ich noch das mit den Schweininchenohren. Aber mal sehen, ich kann ja schon wieder alles vorbereiten. Für den nächsten Part. Da hinten, da sehe ich doch was ganz Fettes. Das ist ein seltenes Viech. Verdammter Dreck, da wollte ich eigentlich nicht. Wie kam Verbündeter? Okay. Wenn die Gegner so schwach sind, dann locker. Komm mal her. Was muss läufst du da rein? Idiot. Jetzt kann ich mir schon wieder ein Dings reinpfeifen. Ein Gericht. Der hat immer noch nicht gereicht, anscheinend. Jetzt möchte ich das hier einsetzen und vier Kämpfe braucht. Ah. So, dann, guck mal her, mein Gott, bist du riesig. Ah, sind doch zwei. Oh Gott. Und ich habe keinen Heiler dabei. Ja, geil. Okay, du bist anfällig gegen. Das ging. Was ging. Okay. Berserker wütend. Immer locker bleiben, okay? Hat gerade 6 oder 7 abgezogen. Okay, eine werden wir ja bestimmt locker erledigen. Ihr verbindet euch nicht. Ihr entbindet euch Face nicht. Link Charge. Wow, du bist schon am Boden. Das ist ein gutes Zeichen. Sehr gut. Aber ich glaube natürlich ist nicht schwer zu erledigen. Okay, gehen wir mal stärkeren Dinger, wenn es geht. Wer hat gerade Abwehr gegeben und andere wie. Ey. Kann ich nicht. Ich habe einen Hammer hier. Der macht Bum Bum. Idiotische. Ja, komm mal her. Wollte ich doch gar nicht machen, ey. Sehr gut. Und das Vieh ist schon gleich platt. Alle darauf konzentrieren. Das sind wahrscheinlich exakt die gleichen, ne? Mit ein paar mehr AP. Ja, zu schade. Aber das liegt nicht die ganze Zeit hier, verdammt. An ineffective strategy. Cover me. Link charge. Oh, you flirt. Provide support. Link charge.
Meine Güte. Nein. Zack, na? Ja, du bist auch gleich tot. Okay, warum bist du... Steht doch Schwäche gegen alles. Wahrscheinlich neutral, ne? Warum habe ich denn... Aber das hier. Sehr gut. Ah, toll, jetzt kommen noch die kleinen Viecher hier. Solange du mich verwirren kannst, wie damals, falls du das warst, ist ja alles okay. Hier geblieben. Aua, danke. Danke, dass du mir so sanft gegen die Fresse geschlagen hast. So, hier runter. Bams. Ja, gut. Aber mal so. Evan? Guck mal her, du kommst doch bestimmt hier runter, oder? Nee. Da runter, Mann. Und zack, da, 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 da. Sehr gut. Ma. Du bist jetzt schon am Boden. Komm mal. Ja, und bleib auch da. So. Für ganz Kreuz. Wie unnormal episch das immer aussieht, ey. Guck mal her. Ja. Einmal schöner liegen. Sehr schön. Was? Also, auf der neue Jahr hast du denn das? Total Zerstörung. Sehr schön. Haben wir die auch ehrlich. Und so wenig Erfahrungspunkte nur. Was ist das denn? Das ist doch keine Belohnung. Das ist ein Trostpreis, was ich da bekommen habe. Okay, wir haben ein paar Titel bekommen. Schweinchen, warum immer so wenig? So, habe ich jetzt genug gebaut? So, wir müssen nach Triglyph. Da müssen wir nicht, aber gehen wir mal da ab. Vielleicht noch ein, zwei Monster, die erledigen für irgendeinen Auftrag. Können wir auch noch schaffen, ne? So, zack. Hörner! Habe ich schon abgegeben mit den Schweinchenohren? Silbermedaille haben wir noch nicht. Die werde ich wahrscheinlich offscreen fertig machen. Was haben wir noch hier? Modellwindmühle, verdammt! Okay, dann gehen wir zur Roselle-Höhlenstraße und machen noch den fertig. Schneller jetzt geht mit den Titeln und so, ne? So, du. Ja, sehr gut. Wird ja nicht lange dauern. So, schnell töten. Sehr gut. Sehr gut. Boah, das war einfach. That was easy. So, noch mal nach Triglyph. Gut.
Wie sieht so Rückzahlung uns aus? Können wir irgendwie noch mal auftreiben, oder? Zack. So wenig? Hä? Warum hat denn da so wenig gegeben? Modellwindmühle, verdammt! Da kann ich auch schon abgeben. Warum kann ich das nicht annehmen? Ein Apfel. Verdammt. So, dann gehen wir mal nach Triglav, obwohl, kratzen wir erstmal noch ein bisschen Geld zusammen. Ich werde auch irgendwie noch ein bisschen zusammenkriegen. So, ja. 50.000. Mach mal einfach so. Die Sachen, die ich sowieso hier verdammt oft bekomme. Jum. Zack, sehr gut. War da mal die Hälfte schon zurückgezahlt? Das ist doch unnormal. War nichts bekommen. Nur so nebenbei, wenn ich alles hier irgendwie so verkaufe. Goldener Frosch zum Beispiel. Aber schon wieder 50.000 beinahe. Was ist denn hier los? Vor allem, da könnten wir ja alles irgendwie so auftreiben. Ich da alles verkaufen würde ja, ne? Wäre unnormal viel Geld, was ich bekommen würde. Aber na, bauen wir halt für irgendeine Mission oder so. Egal. Ich möchte was zurückzahlen. Mist hier verkaufen, hallo? Ich möchte noch mal holen, hallo? Verdammt! Zack, so, jetzt möchte ich auch haben. Sehr gut, danke. Ich habe mir noch nicht mal angeguckt, was ich irgendwie so bekommen habe, aber egal. Freundschaftsränke, da kann ich auch ein paar verballern. Abwehrmagier, unnötige Abwehr, sehr gut. Warum Abwehrmagier? Er setzt doch keine Magie ein. So, Gaius und Music könnten vielleicht eins bekommen. Ein Freundschaftstrank, obwohl ich spare mir die vielleicht noch auf. So, dann würde ich sagen, ich mache jetzt hier einen Schnitt. Wir haben noch alles, oder hier? Ja. Ja. Ich würde sagen, ich mache jetzt Schnitt und wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Xayah 2. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.